Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema Output Management. Wir haben heute vor, Ihnen das Thema ein bisschen näher zu bringen und aus Anbietersicht, aber auch aus Marktsicht zu beleuchten. Ich möchte starten. Ja, was ist eigentlich Output Management? Möchte mit Ihnen über die Ziele und Potenziale im Markt sprechen, über Trends, wohin gehen da die Entwicklungen, über die Umsetzung im Markt, wie setzen Unternehmen Output Management heute ein, wo sind da vielleicht Hinderungsgründe, die ganzen Potenziale und Lösungen, die angeboten werden, zu realisieren und die für sich zu nutzen. Und vielleicht schaffen wir es auch, eine Empfehlung auszusprechen für den Markt oder für die Marktteilnehmer, für die Unternehmer, für die Unternehmen aus Anwendersicht. Ja, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde, aber verbunden gleich mit einer Frage, was ist unter modernem Output-Management zu verstehen? Wir gehen so die Runde durch. Jeder sagt ganz kurz, wo er sich im Markt positioniert, was er an Lösungen zu bieten hat. Und dann auch die Frage, ja, was verstehen Sie aus Ihrer Sicht unter modernem Output-Management? Herr Ganter, ich darf Sie bitten, kurz anzufangen. Kurze Vorstellung, Name, Firma und dann die Frage, was ist das? Ja, okay, vielen Dank. Ja, mein Name ist Klaus Ganter von der Firma Kühn & Weih. Ich bin Geschäftsführer und wir beschäftigen uns mit dem Thema Output-Management, wie alle hier. Aber vielleicht ein kleines bisschen anders als viele andere auch im Markt, denn wir betrachten den Bereich Output Management nicht nur in dem Sinne, dass wir Dokumente dann optimieren und auf den richtigen Versandkanal zur Verfügung stellen, sondern wir betrachten Output Management gesamtheitlich. In der Form, dass aus Applikationen heraus Prozesse angestartet werden, die irgendeinen Output produzieren. Es werden Daten geliefert, die formatieren wir dann schon. Das heißt, wir setzen deutlich früher an als einige Marktbegleiter an der Stelle und machen die Dokumente schon, ich sag mal, ganz flapsig, wir machen sie schon hübsch. Wir bereiten sie so auf, dass sie für den jeweiligen Kanal schon optimal vorbereitet sind, um dann ausgegeben zu werden. Mhm. Und wir betrachten das nicht nur als Output-Management, da sehe ich auch eine kleine Veränderung im Markt, sondern wir betrachten den Bereich eher als Kommunikationsmanagement. Output-Management ist eher sehr dokumentengetrieben, historisch auch belegt, nicht vorbelastet will ich sagen, aber belegt. Wir sehen mehr und mehr natürlich auch die digitalen Kanäle, die anzusteuern sind. Und insofern geht es eher um Kommunikationsmanagement, was wir mit unserer Lösung tun. Das heißt, wir machen aus Daten aus einer ERP-Anwendung, aus einem SAP oder woher sie auch immer kommen, den richtigen Content, den richtigen Output, um mit dem Kunden darüber dann zu kommunizieren. Okay, danke. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Kai Utecht von der SET GmbH hier aus Hannover. Ich bin dort im Product Marketing tätig und wir sehen es ein bisschen ähnlich wie die Firma Kühn & Weihe. Output Management ist ein sehr ganzheitliches Thema. Nun fangen wir nicht ganz so weit vorne an in der Formatierung mit unseren Produkten, sondern wir übernehmen die fertigen Dokumente. Dafür ist es bei uns ein bisschen breiter vielleicht gedacht, dass wir eben das Ganze nicht nur für ein Unternehmen betrachten, sondern eben auch sehr intensiv daran arbeiten, die ganzen Dienstleisterbeziehungen mit einzubeziehen. Dass man eben Dokumente über den gesamten Lebenszyklus verfolgen kann und jederzeit weiß, in welchem Status befindet sich dieses Dokument. Eben nicht nur, wenn das Unternehmen dieses bearbeitet oder versendet, sondern eben auch, wenn bestimmte Volumina an Dienstleister gegeben werden, was heute aus Kostengründen ja doch relativ oft passiert. Und insofern haben wir unseren Fokus ein bisschen mehr auf dem Thema des Statuses und natürlich auch auf dem Thema Veränderung der Dokumente, Transformation, Beziehungen, wie verändern sich Jobs in der Produktion und ähnliche Dinge und begleiten das Dokument wirklich dann bis im Grunde genommen zum Versender über die elektronischen Kanäle, die wir da auch sehr stark fokussieren.
haben wir ja die Möglichkeit, das Dokument wirklich bis zum Empfänger zu verfolgen und dieses jederzeit auch an den Sachbearbeiter zum Beispiel zurückzumelden. Was meinen Sie mit, Sie beziehen die Dienstleister mit ein, die Dienstleister, die dann zustellen oder welche Dienstleister? Ja, nicht nur die Dienstleister, die zustellen, sondern eben auch mögliche Produktionsdienstleister. Also okay. Wenn ich Spezialanwendungen habe oder bestimmte Formate habe, die ich selber im Unternehmen nicht produzieren kann oder möchte, dann gebe ich dieses Volumen an einen Dienstleister ab und wir sind dann eben in der Lage, über diesen Dienstleister auch den Status der Dokumente mit zu verfolgen. Okay. Wir impfen diese Dokumente ganz vorne am Anfang und können dann auch jederzeit beim Dienstleister sagen, in welchem Status befindet sich der gesamte Auftrag, aber auch das einzelne Dokument. Mhm. Okay, Dankeschön. Ja, zu meiner rechten Seite, Herr Kellner. Vielen Dank. Mein Name ist Martin Kellner. Ich bin Geschäftsführer der AKI GmbH. Und ich stimme zunächst an meinen Vorrednern zu. Modernes Output-Management wollen unsere Kunden immer ganzheitlich sehen und ganzheitlich verstanden wissen. Also man könnte sagen, als Überbegriff dazu gehörten Softwarekomponenten, Dienstleistungen in allen Ausprägungen und sicherlich auch Hardware, spätestens wenn Sie an Drucker denken. So gesehen, auf der gesamten Wertschöpfungskette deckt die AKI 2/3 ab, nämlich Software-Tools, skalierbar, modular und aller Formen von Dienstleistungen. Also Software made in Germany. Keine Hardware, aber auch die sind Teil dieser gesamten Lösungen. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt, wir werden heute noch auf verschiedene kommen, was modernes Output-Management anbelangt. Aber ein Aspekt ist eben, dass das Ganze irgendwie skalierbar sein soll. Die Kunden wollen unter Umständen vorsichtig klein anfangen, Erfolgserlebnisse in ihren eigenen Verhältnissen nachvollziehen, um sich dann auf Größeres einzulassen. Modernes Output-Management. Ja, mein Name ist Metin Dogan von der Pavista, bin Geschäftsführer der Pavista. Wir haben uns in Output-Management auf schriftgebundene Kommunikation konzentriert. Wir erstellen oder stellen den elektronischen Briefkasten im Unternehmen zur Verfügung. Und das meint, dass wir mit Output meinen wir schriftgebundene Kommunikation, also was Briefcharakter hat. Das ist unser Spezialgebiet. Und ein modernes Output-Management-System sollte zentral Output und Input vereinen können und mehr kanalfähig sein, sodass man auch die neuen Kanäle bedienen kann, flexibel sich integrieren kann. Ja, das verstehe ich unter modernen Output. Okay, das ist jetzt ein neuer Aspekt. Bisher hatten wir den Output in der Generierung und dem Weg hin. Sie nennen jetzt noch den Input zusätzlich als einen Aspekt des Output-Managements, denn Output wird ja irgendwann wieder zu Input. Korrekt. Hm? Okay. Ja, mein Name ist Wolfram Priebsch von der OpenText Software GmbH. Ich bin bei der OpenText verantwortlich für den Bereich der Output-Lösungen. Bei OpenText betrachten wir das Thema Output-Management als einen Bestandteil der Wertschöpfungskette für Dokumente. Wie schon erwähnt, Input von Dokumenten treibt irgendwann Ausgabe von Dokumenten oder generierte Dokumente kommen irgendwann als ausgefüllte Fragebögen oder Dokumente zurück. Das heißt, eine Kreislauf, eine Kette von Dokumenten und das Ganze natürlich sehr stark unter Einbeziehung von Sachbearbeitern, von Endanwendern. Sprich, wir kommen von diesem klassischen Output-Management, was letztendlich eine Einwegverarbeitung ist, Dunkelverarbeitung, Daten entgegennehmen, aufbereiten, versenden, schon zu sehr viel Interaktion mit Geschäftsprozessen, mit Business-Anwendern, aber auch mit Dokumenteingangsprozessen, die letztendlich aus dem Dokument erst eine Wertschöpfung für einen Prozess machen. Also Output-Management haben wir definiert als ja die Aufbereitung von Daten, die Kontrolle des gesamten Prozesses, die verschiedenen Medien, papierbasiert, elektronisch, den Aspekt, dass Output auch mit Input was zu tun hat. Meine Frage, welche Potenziale stecken denn in dem Bereich Output-Management? Briefe werden ja schon seit langer Zeit verschickt. Wir haben Aspekte gehört, Ganzheitlichkeit, ja, was heißt das? Was bringt es für Unternehmen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Welche Potenziale stecken da in diesen Prozessen drin? Wollen Sie als Letztredner vielleicht weitermachen, Herr Pipsch? Ja, in vielen Unternehmen wird das Thema Output-Management oder dieser ganze Dokumentenerstellungsprozess als Kostentreiber gesehen. Das heißt, wir reden über Kosten und versuchen an der Stelle Kosten einzusparen, was wir in sehr, sehr vielen Projekten feststellen.
die Chance, mit den Dokumenten, die man häufig als einzigen Kanal zu seinen Kunden, zu seinen Lieferanten oder auch zu seinen Mitarbeitern hat, über diese Dokumente Mehrwerte zu generieren, Zusatzinformationen auf Dokumente aufzubringen, die dem Kunden vielleicht dazu bringen, sich näher ans Unternehmen zu binden oder weitere Produkte von einem Unternehmen zu kaufen. Das Stichwort Transpromo, Farbdruck, das sind Themen, die wir seit vielen Jahren letztendlich in allen Lösungen unterstützen, die sehr, sehr langsam auch in die Nutzung kommen. Sprich, die Nutzung der Potenziale, um halt einen Mehrwert aus Dokumenten zu generieren, wird häufig nicht gesehen. Man betrachtet das Thema sehr, sehr häufig tatsächlich als Kostentreiber und versucht einfach Kosten zu reduzieren, indem man vielleicht vom Papier weggeht auf elektronische Kanäle, um Papier- und Portokosten zu sparen. Erreicht damit aber vielleicht nur noch jeden zweiten, den man mit Papier erreichen würde. Oder Farbdruck als Thema, was sehr, sehr häufig ausgespart wird. Also zwei Aspekte, einmal den Kostenaspekt und den Mehrwertaspekt im Sinn von, wie kann ich Kommunikation effektiver gestalten, direkter meine Kunden ansprechen. Was würden Sie wagen, eine Zahl zu nennen? Wie viel Einsparpotenziale stecken da drin? State of the art, wenn man sagt, also so wie es heute ist in Unternehmen, was ist da ohne Mehrwert an Einsparpotenzialen drin? Würden Sie sowas wagen zu sagen? Viele Unternehmen verwenden nicht ein zentrales System, um Output zu generieren. Es ist häufig eine heterogene Landschaft von zentralen Output-Prozessen für Dinge wie Rechnungsstellung, automatisierte Korrespondenz. Wir haben noch sehr, sehr viele Word-basierte Lösungen, die einfach parallel zu den zentralen Output-Prozessen laufen. Ich glaube, wenn man hier konsolidiert, bei größeren Unternehmen 2, 3, 4 verschiedene Output-Lösungen zu einer konsolidierten Lösung, dann glaube ich schon, dass hier Zahlen zu nennen, ist sehr, sehr schwierig, weil jedes Unternehmen da anders zu betrachten ist. Aber glaube ich schon, wenn man allein das Thema dezentraler Druck und Versand in den Abteilungen zentralisiert, sind an Papierkosten, Portokosten, Optimierungskosten, aber auch Personalkosten 20%, 30%, 40% sicher möglich. Das ist ja eine Zahl, 20%, 30%, 40%. Mädchen, wie siehst du das? Ja. Es ist, glaube ich, nicht so ganz einfach zu sagen, wie viel Prozent man so sparen kann. Ich muss so eine provozierende Frage stellen. Ja, klar. Ja, daher sage ich ja, es hängt darauf an, in welchem Segment man unterwegs ist. Also wenn wir im Enterprise-Umfeld unser Kunden anschauen, da geht es viel mehr neben Porto-Ersparnissen geht es auch um Prozesskosten. Und die können natürlich Vielfaches sein, je nach wie ein Unternehmen organisiert ist. Aber wenn wir auf unsere Kunden angucken, wir gehen davon aus, 50-60% Kostenersparnisse sind relativ schnell realisierbar. Und wenn wir Mittelstand angucken, je kleiner ein Unternehmen wird, desto mehr entfernt er sich von Prozesskosten, sondern der will dann unmittelbar Kosten sparen, die zum Beispiel Porto. Ja, das ist ein klassisches Thema. Und hier kann man natürlich mit entsprechenden Produkten volle Porto-Rabatte erzielen. Und je nachdem, wie gesagt, je größer ein Unternehmen, desto mehr prozessorientiert, je kleiner, desto Porto. Aber eine Zahl konnte ich trotzdem entlocken, sogar noch ein bisschen höher als die Zahl von Ihnen. Herr Kellner, was würden Sie sagen? Wo stecken da die Potenziale? Sollen wir mit Zahlen anfangen? Ja. Also ich wäre äußerst vorsichtig, pauschal mit Zahlen hier zu operieren, weil... Zurück zu der Grundfrage Potenziale in den Augen unserer Kunden. Die sind wahrscheinlich so vielfältig wie unsere Kunden auch. Natürlich sind es am Ende immer auch Erwartungen an Kosteneinsparungen. Und die wiederum hängen ab von der Größe des Kunden, von der Form, wie reif die Organisation heute schon ist, welche Prozesse er beschreitet oder noch nicht beschreitet. Da gibt es eine große Bandbreite. Wahrscheinlich ist auf jeden Fall richtig zwischen mindestens 10% und bis zu 40-50%. Aber genaueres wäre unfair, weil das hängt von vielen anderen Dingen ab. Ich möchte unbedingt die Diskussion neben den Kostenerwartungen, Einsparpotenzialen auf weitere Aspekte lenken, Stichwort Potenziale. In diesen Zeiten sind das zum Beispiel auch Erwartungen an Stabilität oder an Hochverfügbarkeit, an Performance, ganz vordergründig Geschwindigkeit, an Potenziale, an mehr Transparenz. Da gibt es jede Menge Aha-Erlebnisse, wenn Kunden erkennen, wie sie sich heute selber im Weg stehen und teilweise brauchen sie von außen jemand, der ihnen ganz wertfrei nur die Augen öffnet, was könnte man unter Umständen verbessern in verdaulichen Schritten. Und ein letzter Aspekt, dass der heute nicht zu kurz kommt, Security.
ist ja wieder hochaktuell. Es gibt so viele Potenziale zum Thema modernes Outbound-Management, wo Sie kundenspezifisch unter Umständen kurzfristig schon Schätze heben können, die den Kunden weiterbringen. Und am Ende kann man das auch im Sinne eines Business Cases mit Kosteneinsparungen, mit Verschlankungen, mit höherer Stabilität und so weiter bewerten. Das ist es durchaus wert. Und dann kommen Sie auf durchaus seriöse ROI-Betrachtungen, die man aber typischerweise kundenspezifisch anstellen sollte. Okay, also das gesamte Spektrum Prozesse, das gesamte Spektrum Kosten und Mehrwert im Sinn von Sicherheit, von Qualität, von Transparenz. Ja, breites Spektrum. Was ist dem hinzuzufügen, Herr Utrecht? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir bei unseren Kunden wahrnehmen, dass die Kunden mittlerweile immer mehr realisieren, dass der Endverbraucher ein sehr mündiger Endverbraucher ist und selber sehr, sehr klare Vorstellungen daran hat, wie er kommuniziert. Und insofern ist natürlich die Chance oder das Potenzial des Output-Managements auch, das Unternehmen in die Lage zu versetzen, all diesen Anforderungen, die der Markt an das Unternehmen stellt, überhaupt gerecht zu werden. Also da gibt es ja sicherlich auch die Geschwindigkeit. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Der Endverbraucher kommuniziert heute sehr viel per E-Mail und ist es gewöhnt, innerhalb sehr kurzer Zeit eine qualifizierte Antwort zu bekommen. Und wenn ich jetzt meine Prozesse eben über ein modernes Output-Management so im Griff habe, dass ich dann jedem Endverbraucher auch über den Kanal, den er fordert, die Antwort zukommen lassen kann, die er erwartet, in einer Zeit, die er erwartet, dann glaube ich, ist das auch schon ein sehr großes Potenzial. Neben denen, die schon genannt worden sind, die sicherlich für Unternehmen auch nicht ganz unwichtig sind. Okay, also jetzt kommt ein interessanter Aspekt hinzu, der Kunde, ja? Ja, den haben wir irgendwie ganz vergessen. Wir haben also aus Unternehmenssicht die Dinge bewertet. Kunde haben Erwartungen. Das ist ihr neuer Aspekt, beziehungsweise ein wichtiger zusätzlicher Aspekt, die Erwartungen, wie kommuniziert wird und wie ich auf die Bedürfnisse eingehe. Danke. Herr Ganter. Ja, ich habe da schon noch einiges hinzuzufügen. Ah, noch mehr, okay, wunderbar. Ich stimme meinen Vorrednern größtenteils natürlich zu. Ja. Aber was bringt es mir denn, wenn wir mit Kunden kommunizieren in einer ordentlichen Geschwindigkeit auf den richtigen Kanälen, wenn der Output nicht dem entspricht, was der Kunde erwartet? Ich stelle den Kunden da auch wieder in den Vordergrund. Wir kommen alle aus einer Output-Management-Branche, die vor vielen, vielen Jahren damit angefangen hat, papiergebunden zu denken und papiergebunden, formatgebunden, DIN A4 oder irgendwelche andere Formate Bezug zu nehmen, Dokumente aufzubereiten. Wir leben mittlerweile in einer Welt, wo die Welt nicht mehr DIN A4 ist. Wir leben in einer Welt, wo wir über Mobile Devices, über Smartphones, die recht klein sind, ein ganz anderes Format haben, über Tablets und so weiter, den Kunden ansprechen wollen, in einer ordentlichen Geschwindigkeit, mit ordentlichen Prozessen, aber in einer Art und Weise, wo der Kunde auf so einem Gerät nicht erwartet, dass er ein DIN A4 aufbereitetes Dokument sieht, wo er auf einem Smartphone, wenn es in PDF zum Beispiel, jedes Smartphone kann PDF anzeigen, wenn es in PDF auf dem Smartphone anzeigen, wo der Kunde nicht nur nach oben scrollen muss, sondern auch ständig links und rechts, um den richtigen Bildausschnitt zu sehen, den er gerade lesen möchte. Das heißt, wir bewegen uns auch in einer Welt, wo auch die Formate anders aufbereitet werden müssen. Deshalb fangen wir auch schon ganz, ganz, ganz weit vorne an. Wir gehen davon aus, dass der Kunde eben nicht ein vielleicht im AFP-Format ursprünglich layoutetes, DIN A4 aufbereitetes Dokument dann irgendwie umformatiert bekommt, damit es auf dem Smartphone auch einigermaßen ansehnlich anzugucken ist. Wir gehen den Weg, dass wir das Dokument formatunabhängig layouten, schon richtig vorbereiten und dann natürlich für die klassischen Versandkanäle aufbereiten, aber natürlich auch für die neuen Versandkanäle so aufbereiten, dass man eben nicht ständig hin und her scrollen muss. Das hat zur Folge, dass der Inhalt auch Layout-spezifisch oder Format-Device-spezifisch dann auch zur Verfügung gestellt werden muss. Also formatunabhängig auch bereitgestellt werden muss. Ein weiterer Aspekt ist in dem Zusammenhang, das hängt relativ nah zusammen miteinander. Die Gesellschaft, die wird auch immer älter. Wir reden mittlerweile auch mit Kunden über barrierefreie Dokumentenzustellung. Das heißt, wir müssen auch Menschen, die gehandicapt sind, die Dokumente schlecht lesen können, die vielleicht Screenreader haben, um die Dokumente dann vorlesen zu lassen. Auch diese Dokumente müssen anders aufbereitet werden, als man das vielleicht noch vor Jahren gemacht hat, als man gedacht hat, naja gut, es wird auf dem DIN A4-Format auf einem großen Drucker im Keller dann ausgedruckt und dann guckt der Kunde,
wie er damit umgehen kann. Das sind ganz, ganz neue Aspekte, mit denen wir uns beschäftigen, auf die wir vorbereitet sind, die wir mit Kunden mittlerweile diskutieren, die viel, viel, viel Veränderung schon ganz weit vorne im Prozess bedürfen. Mhm. Und das ist für uns modernes Output-Management, nämlich all diese Aspekte gleich schon mit zu berücksichtigen. Die werden morgen oder übermorgen alle ereilen, weil es vielleicht Gesetzesvorgaben gibt oder vielleicht kommt es noch früher dazu, dass es einfach zum guten Ton gehört, auf diesen Kanälen in solchen dokumentspezifischen Formaten dann zu kommunizieren. Also nochmal ein neuer Aspekt zu dem Thema Potenziale und Kunden, die Technologien, die im Prinzip die Dokumente aufbereiten und Kunden zeigen, muss ich einbeziehen und die Kunden in dem Sinne generationenübergreifend von den jungen Wilden, die mit den IT-Medien, wie auch meine Kinder, ganz anders umgehen und meine Mutter, die 80 ist und vielleicht auch noch ein Dokument irgendwo lesen möchte und ganz anders bekommt. Ja, interessant. Breites und weites Spektrum Output-Management. Wo geht denn der Trend hin? Wir haben ja schon so ein bisschen Trends angesprochen. Wo geht die Entwicklung hin in der Kommunikation, im Output-Management? Unsere Beobachtung, klar, ich teile auch Ihre Meinung, dass man jetzt auch ganz neue Kunden hat, die Natives, ja, die ticken ganz anders als die ältere Generation und die Natives sind das auch diejenigen, die natürlich auch den mittlerweile Ton geben, wie man kommunizieren will. Deswegen ist es wichtig, dass ein Output-Management auch Antworten liefern kann, Formate, Darstellungsformen, Endgeräte und so weiter. Also wir sehen, dass diese Mehrkanalfähigkeit gegeben sein muss. Okay. Andererseits muss natürlich der Nutzen im Vordergrund gestellt werden. Nur weil ein Native von mir aus in WhatsApp mit mir kommunizieren will, heißt nicht, dass ich als Unternehmen sowas auch großen Nutzen daraus ziehe oder welche Gefahren nehme ich da rein. Also man muss genau schauen. Ein Kanal bringt auch neue Herausforderungen mit. Wir sehen auch jetzt immer verstärkt, dass D-Mail oder E-Post, auch digitale, rechtssichere Kommunikation immer mehr im Vordergrund kommen. Und es wird schon spannend. Also mehr Kanal und rechtssicher und hoher Nutzen natürlich. Das muss nachweisbar sein. Und das ist noch nicht so ganz gegeben. Nur weil man jetzt mehrere Kanäle hat, heißt nicht, dass auch die Versender letzten Endes auch das so machen. Aus unserer Sicht, unserer Beobachtung ist so, dass die Versender letzten Endes entscheiden, welcher Kanal ausgewählt wird und nicht der Empfänger. Vielleicht ändert sich das noch, aber getriggert wird es von 70-80% der Briefe werden von knapp 400 Unternehmen produziert, erzeugt. Und die also bestimmen natürlich eine gewisse Gegenposition zu der Empfänger erwartet bestimmte eine bestimmte Art von Kommunikation, sagst du, ja, also im Endeffekt der Absender ist trotzdem immer noch derjenige, der die Entscheidung trifft. Genau, so ist das. Wie passt das zusammen? Das ist ein Transformationsprozess, denke ich mal. Also die neuen Technologien bringen auch Gefahren mit und das muss man abschätzen können. Also diese Risiken muss man auch im Griff haben können. Wie gesagt, ein Beispiel, wenn man WhatsApp zulassen würde im Unternehmen, stellen Sie sich vor, was alles notwendig ist, um diesen Kanal zu beherrschen. Da fragt man sich, wem gehört das jetzt, WhatsApp? Ne? Ja. Ich würde da gerne gleich drauf antworten. Ja. Denn wir waren jetzt gerade so ein bisschen bei den Native-Nutzern. Ja. Die gehen ja oftmals sehr sorglos mit ihren Daten um. Also es gibt viele Datenschutzskandale, nichtsdestotrotz werden diese Medien ja heute sehr, sehr stark genutzt. Nun ist es ja auch so, dass aus rechtlicher Sicht der Endverbraucher der Eigentümer seiner eigenen personenbezogenen Daten ist und damit umgehen darf, wie er möchte. Das darf das Unternehmen natürlich nicht. Insofern gebe ich Ihnen recht, wird das ein Transformationsprozess sein, weil das Unternehmen an rechtliche Gegebenheiten gebunden ist. Ich kann eben bestimmte personenbezogene Daten nicht einfach per E-Mail versenden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig für die Unternehmen, dass sie erkennen, dass
das Annehmen des Kanals, den der Endverbraucher möchte, ein Differenzierungsmerkmal sein kann im Markt. Und ich glaube, der Druck auf die Unternehmen wird da sehr stark wachsen, dass die Unternehmen, die dann in der Lage sind, so einen Kanal auch rechtssicher anzubieten oder eben so umzusetzen, dass er den rechtlichen Anforderungen genügt, dass die durchaus Vorteile haben werden. Also der Konflikt ist so erklärbar, dass es eben auch rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die nicht alles ermöglichen. Ne? Ja, die anderen beiden Herren noch zu den Themen Trends und Entwicklungen. Genau, die zentrale Frage war Trends. Ja. Ich würde sagen, ein entscheidender Trend, gerade hier in Halle 3 auch nachzuvollziehen, ist, dass die Kunden jetzt anfangen, die Technologie, die es möglich macht, zum ersten Mal auch wirklich zuzulassen und anzunehmen. Und nach der neuesten IDC-Untersuchung in diesem Markt sind erst 37% der Kunden aktiv dabei, modernes Output-Management anzuwenden und zuzulassen. Sprich, ein Großteil hat diese Potenziale, von denen wir eingangs sprachen, noch vor sich. Als Teil dieses Trends, sich den Technologien auch zu stellen, die anzunehmen, stellen wir fest, zum Beispiel eine Harmonisierung von Abläufen sich vorzunehmen, als Voraussetzung zu einer späteren Automation. Viele Kunden sind aber noch gar nicht in der Lage dazu, sondern als Vorbereitung, als wichtige Vorarbeit würden sie zunächst mal ihre heutigen Prozesse, ihre Workflows auf den Prüfstand holen, um eine gewisse Harmonisierung vorzunehmen. Das allein, das regt auch ihre Fantasie an, sorgt für Einsparungen bereits. Und nochmal, als Mutmacher, die Technik macht es heute möglich. Da kriegen Sie viele Anregungen hier in der Halle 3. Der Kunde muss sagen, wo er steht, welche Prozesse er jetzt schon anlangen will, welche vielleicht erst später. Und die Technik liefert die Antworten. Noch ein letzter Gedanke zum Thema Trends. Unsere Kunden werden immer anspruchsvoller, was klasse ist, was gut ist. Sie denken ganzheitlich. Das ist auch ein ganz wichtiger Anspruch, ganzheitliches Denken. Nicht Insellösungen, sondern von Anfang bis Ende. Und selbst wenn das Ergebnis ist, es wird am Ende weniger gedruckt, aber man weiß, was man wirklich drucken will. Also Transparenz und Bewusstseinsschärfung. Also Sie denken ganzheitlich mehr und mehr, trotzdem 37% setzen die Möglichkeiten, die heute da sind, ein und nutzen die Technologien. Das heißt, die Themen stehen noch am Anfang, oder? Absolut. Ja. Vielleicht auch, um eine Zahl zu liefern, gleiche Quelle IDC, ganz aktuell. 31% haben immerhin vor, es in den nächsten 12 bis 24 Monate anzugehen, dieses Thema. Also der Markt ist da. Ja, warum hat sich es in der Form nicht durchgesetzt? Man betrachtet häufig diesen Output-Prozess als Output-Prozess und sieht den als losgelöstes oder isoliertes Projekt. Notwendigkeit, Dokumente zu erstellen, ergeben sich ja aus Geschäftsprozessen. Das heißt, ich sehe einen Trend auch darin, Geschäftsprozesse sind optimiert über die letzten 15, 20 Jahre. Jeder Geschäftsprozess generiert oder arbeitet mit Dokumenten. Das heißt, man geht jetzt immer mehr dahin, in Geschäftsprozesse die Dokumentenprozesse zu integrieren. Das heißt, auch da Nutzer in Dokumentenprozesse einzubinden, und das ist dann am Ende kein reines Output-Management mehr. Je mehr Multikanal dazu kommt, geht es raus, aber ganz schnell kommt auch eine Information zurück. Das heißt, das ist wirklich eine Kommunikation. Deshalb der Trend, warum wir ja heute auch nicht mehr von Output-Management, sondern immer mehr von Customer Communications sprechen, und das ist eine bidirektionale Schnittstelle, das heißt interaktive Dokumente werden immer mehr in den Vordergrund spielen, und das nicht vorrangig DIN A4 Dokumente, die man weiterhin klassisch für Dinge wie Rechnungsstellung, Lieferpapiere, Logistikprozesse und so weiter verwendet. Aber es wird viele interaktive Dokumentenprozesse geben, die HTML, die auf Smartphones, die auf mobilen Devices laufen, auch über ganz andere Ausgabekanäle, ob es WhatsApp ist oder ob es Facebook-Kanäle sind, über die solche Dinge kommuniziert werden. Das müssen ja nicht immer rechtssichere Dokumente wie Rechnungen sein, die man hier betrachtet. Mhm. Also über Trends haben wir gesprochen. Die Technologien sind da, der Wille ist auch irgendwo da, die Bereitschaft, ja, wir müssten da was tun. Wo sind denn die Schwierigkeiten in der Umsetzung? Wo hakt es denn in den Unternehmen, dass man da nicht schon viel weiter ist? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, ja, die wir uns auch immer wieder stellen.
Ich glaube, es liegt schon daran, wenn wir uns den Output-Bereich mal anschauen, dann haben die Kunden die Anforderung, ich setze eine neue ERP-Lösung ein, ich führe ein neues System ein. Das muss das doch einfach schon können. Man macht sich da viel zu wenig Gedanken über den Bereich der Kundenkommunikation, des Output-Managements und geht davon aus, das ist schon alles da, die können das. Wenn man mal genauer hinschaut, dann stellen die Kunden aber fest, ups, da fehlt ja doch noch ein bisschen was. Es reicht nicht nur, irgendwie aufbereitete Dokumente dann auf den richtigen Kanal zu verteilen. Und dann ist die Frage, stelle ich mich der Herausforderung oder akzeptiere ich die Situation so, wie sie ist? Beispielsweise ein großer ERP-Anbieter, SAP, damit kann ich Dokumente produzieren. Ja, das geht. Irgendwie. Auf den letzten Metern stellt man dann fest, der Druckknopf, der da oben im Menü ist, der will ja auch funktional konfiguriert sein. Da sollen Layouts hinterlegt werden und so weiter. Die ERP-Systemanbieter, die liefern da eine ganze Reihe mit. Nehme ich das oder nehme ich das nicht? Man kann sich das Leben leicht machen und sagen, okay, ich akzeptiere es so, wie es vom Systemanbieter vorgegeben wurde. Oder ich mache dann wirklich ein großes Fass auf. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wenn ich mir Gedanken über das Thema mache, dann stelle ich fest, dass, das hatten wir ja auch schon gehört, dass ich das Thema ganzheitlich betrachten sollte. Dass ich nicht nur eine Einzellösung für SAP, für mein CRM-System, für mein X, Y und Z-System, die Welt ist ja nicht nur eindimensional, sondern die Kunden haben sehr viele Systeme im Einsatz. Wenn ich das richtig betrachte, dann müsste ich eigentlich gesamtheitlich eine Plattform, eine Output-Plattform im Unternehmen positionieren, um das richtig vernünftig zu tun, um dann auch wirklich die Kosteneinsparungen zu generieren, über die wir hier gerade gesprochen haben. Und davor schreckt man zurück und sagt, das kriege ich nicht hin. Das ist ein Riesenprojekt. Okay. Ich rede über viele Anwendungen, die Schnittstellen zur Verfügung stellen müssen. Die Technologie auf unserer Seite, die ist da. Wir sind offen, wir haben Web-Services, Java-Schnittstellen, was auch immer. Wir können alles Mögliche entgegennehmen, freuen uns darauf, wenn die Kunden diese Herausforderung annehmen. Aber es ist wirklich ein großes Projekt. Die Einsparpotenziale sind aber auf der anderen Seite gigantisch, aber die Investition, die muss ich erstmal tätigen. Ruprecht. Ja, also da möchte ich Herrn Ganter zustimmen. Auf unserer Seite, die Technologie, die ist da. Wir haben die Schnittstellen, um wirklich den gesamten Output zu sammeln, alles zusammenzufassen und auch die Synergieeffekte eben zu nutzen, die da sind, wenn ich aus einem Unternehmen zum Beispiel mehrere Schreiben an einen Kunden versenden möchte. Auf der anderen Seite ist es aber so, das stellen wir immer wieder fest, dass die Unternehmen oftmals genau diesen ganzheitlichen Ansatz gar nicht haben. Also man guckt zum Beispiel mal in ein Unternehmen und sieht, die fangen jetzt sehr stark an, sich mit dem Internet auseinanderzusetzen. Was setzen die auf? Dann setzen die ein Online-Marketing auf. Daneben gibt es aber ein klassisches Marketing, was sich um die bisher, ich sag mal, papierbasierten Prozesse und Dokumente kümmert. Das Online-Marketing hat oftmals aber keine Schnittstelle zu denen. Und so entstehen dann so mehrere Welten in einem Unternehmen, die oftmals auch gar nichts voneinander so richtig wissen. Das heißt, da werden Parallelprozesse aufgesetzt, da werden möglicherweise sogar Dinge nach extern vergeben, weil das Know-how gar nicht da ist, dass das im Unternehmen selber erledigt werden kann. Also insofern ist oftmals auch das fehlende Wissen im Unternehmen, was im Unternehmen alles geleistet werden kann, okay, gar nicht da. Herr Kellner, wie passt das zusammen? Sie behaupten, das Unternehmen denkt immer ganzheitlicher. Hier sagt ein Praktiker, weit gefehlt, hier denkt in seinem Bereich. Ja, danke nochmal für die Steilvorlage. Das ist also kein Widerspruch. Die Unternehmen, die denken schon bei Konzepten her erstmal ganzheitlich, weil sie auch ein Endergebnis natürlich vor Augen haben. Aber die können nicht den Berg in einem Schritt erobern. Sie müssen das natürlich in verdaulichen Portionen angehen und auch aufteilen. Wir merken, und ich stimme den Vorrednern in jeder Weise zu, die wirklichen Hemmschwellen, warum das nicht im großen Stile jetzt angenommen wird, sind eigentlich klassischer Natur, nämlich die Quellen Organisation und den Faktor, das Phänomen Mensch an sich plus die Abläufe und Prozesse. Ich müsste eigentlich sagen, die Brüche in den Prozessen. Wenn wir vorhin von Transparenz gesprochen haben, dann kann ich nur aus der Praxis sagen, Transparenz kann etwas sehr Unbequemes sein. Und wenn ich Verbesserungen haben will in meinem Unternehmen, dann muss ich diesen Mut auch aufbringen, mit einer nüchternen Analyse, wo ich denn heute stehe und wie die Abläufe heute, wenn sie denn da sind, laufen, muss ich mich dem stellen und erkennen, wo Handlungsbedarf ist. Die Technik danach, um diese neuen Prozesse zu begleiten, zu verschlanken, abzusichern, die ist da. Aber dieser erste Schritt ist oft sehr schwierig. Und damit man in der Praxis da trotzdem weiterkommt, können wir nur empfehlen,
fangen Sie klein an. Versuchen Sie es in einem kontrollierten Pilotprojekt, die Erwartungen und Hoffnungen mal zu simulieren, zu prüfen, um aus diesen Erfolgserlebnissen dann auch die Kraft zu rekrutieren für größere Sachen, die danach einsetzen. Okay, also Einsparpotenziale sehr groß, aber Anstrengung dafür auch sehr groß und Hemmschwelle, Organisation, Menschen, Veränderungsprozesse höre ich so, ja? Okay, ja, der Klassiker. Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also wenn ich zurückblicke auf 10 Jahre, vor 10, 12 Jahren waren wir Handvoll Unternehmen, die Output-Management ganzheitlich betrachtet haben. Und die Zahl, wenn wir heute anschauen in dem Markt, das hat sich locker verzehnfacht. Die aber Insellösungen geschaffen. Für mich, dass Unternehmen wohl Output-Management einsetzen. Also es ist nicht so, dass da nichts gemacht wird. Im Gegenteil, es wird wirklich viel gemacht, das ja schon mal sehr schön ist. Aber man hat sehr viel Insellösungen geschaffen. Also ein Texterstellungssystem hat eigene OMS, ERP, was auch immer. Jedes System bringt für sich eine Output mit. Marketingabteilungen, die Dienstleister Korrekt. Beschäftigen. Genau, und es gibt jede Menge Insellösungen. Ich glaube, es wird dann die Phase kommen, wo Unternehmen auch ganzheitlich jetzt nochmal die Sache betrachten. Also das merken wir auch. Die haben gesagt, okay, ich habe jetzt Teil der Lösung und die habe ich schon realisiert, jetzt will ich noch erweitern und so. Also ich sehe das Ganze sehr positiv, wie es momentan ist, und dieses Bewusstsein, ganzheitlich zu denken, kommt immer stärker. Und wir sind sehr oft auch im Enterprise-Umfeld tätig, so wie wir auch hier sind. Die Frage ist, wie kann man Produkte Richtung Mittelstand, Richtung Kleinunternehmen reinbringen, also richtig OMS-Systeme, ganzheitliche Systeme für den Mittelstand, Kleinunternehmen, da sehe ich Riesenpotenziale und da sollten wir auch hin. Das ist, was auch Pavista macht mittlerweile mit seinem Produkt. Okay, also auch Mittelstand als Potenzial für Output. Ja, aber es kristallisiert sich schon heraus, dass das Thema Technologie ist da, Potenzial ist da. Output-Kanäle werden komplexer, ich muss mehr auf die Technologien Acht geben, beginnt schon ganz früh bei der Erstellung, geht auch. Ja, die Menschen bleiben und die Organisation. Woran hakt's? Dass viele wollen, den Bedarf sehen, aber noch viel getan werden kann. Ja, ich möchte da nochmal einen Punkt aufgreifen, den Herr Ganter genannt hat. Bei der Einführung von neuen ERP-Systemen, CRM-Systemen, Supply-Chain-Systemen, Lösungen für Personalverwaltung und so weiter, wird häufig das Thema Dokumentenerstellung entweder vergessen oder erst ganz am Ende im Projekt betrachtet. Das heißt, solche Systeme werden eingeführt. Kurz vor Ende stellt man fest, wir brauchen auch noch Dokumente, dann macht man das mit Bordmitteln, soweit es geht, stellt fest, bestimmte Dinge, Barcodes können nicht generiert werden, Formate können nicht erstellt werden, Sortierung, Sammlung, Zentraldruck kann nicht funktionieren. Deshalb wird genau für diese wenigen Dokumentenprozesse im Personalumfeld für Gehaltsabrechnung beispielsweise eine automatische Sortierung, Sammlung, Bündelung gemacht. Alle anderen Dokumentenprozesse aus Personalsystemen werden manuell und lokal ausgegeben, weil am Ende des Projekts auch kaum noch Budget dafür ist, das Thema Output-Management Dokumentenerstellung als zentrales Thema anzugehen, sondern man versucht dann die Notlösung für bestimmte Problemstellungen. Und wir haben Kunden, die setzen das seit 5, 8, 10 Jahren in der Form ein, hatten auch immer vor, das Ganze auszuweiten, aber dann kommt das nächste größere Projekt, was anstatt ERP jetzt CRM einführt. Und da vergisst man das Thema Output auch wieder bis kurz vor Go Live, wo man ja feststellt, man muss Kampagnen erstellen und gibt das dann an externe Direktmarketingfirmen, die solche Themen dann umsetzen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass in solchen größeren Konsolidierungsprojekten, Umstrukturierungen in Unternehmen das Thema Output schlichtweg vergessen wird. Okay, hat also nicht die Bedeutung und den Fokus, ist also ein Unterstützungsprozess, der von Einzelnen angestoßen wird, die das halt gerade brauchen, aber integrativ das zu tun, findet da nicht statt. Ja, wer ist denn der Owner von Output Management im Unternehmen? Wen spricht man da eigentlich an? Wenn es an den Menschen liegt und Abteilungen liegt, muss ich dann alle Abteilungen ansprechen? Oder sollte es da jemanden geben, der sich mit Output beschäftigt? Gibt es den noch gar nicht? Oder gibt es ihn doch und der hat keinen Einfluss? Herr Rand, haben Sie eine Idee?
Also unsere Erfahrung ist, dass das Thema Stand heute noch sehr, sehr IT-getrieben gemacht wird. Wir sprechen da mit den IT-Leitern, die haben das Thema irgendwo auf dem Zettel, weil die wissen, unten im Keller ist die Poststraße, das weiß der Fachbereich oft gar nicht, die wissen nicht, drück auf den Knopf und naja, irgendwer kümmert sich dann schon darum, dass das richtig läuft. Und die IT ist unserer Meinung nach schon da noch der Treiber. Der Owner glaube ich nicht. Ich glaube, es geht mehr und mehr in den Bereich der Fachbereiche rein, die Inhalte auch pflegen wollen, die den Content in die Dokumente sehr, sehr einfach reinbringen wollen. Aber da sind wir ja beim Problem, die Fachbereiche. Ja, es sind die Fachbereiche, auf jeden Fall. Wir brauchen Redakteure in den Fachbereichen. So ist es zumindest in den Institutionen, in denen wir unterwegs sind. Das sind klassischerweise Versicherungen und Banken. Wir gehen auch in andere Branchen mittlerweile. Da ist Mittelstand, haben wir gehört, ist auch Potenzial, ne? Für Gesamtlösungen. Mittelstand, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber in den uns lang bekannten Bereichen Versicherungen und Banken sind es ganz, ganz viele Fachbereiche, die sich dann mit dem Thema beschäftigen müssen, zumindest was den Inhalt angeht. Was den Output dann wirklich angeht, ist unten die Poststraße involviert, irgendwelche Versanddienstleister, die da noch mit reinspielen. Mhm. Es sind ganz, ganz viele tatsächlich. Es sind ganz viele, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Und es sind viele Projekte, die wir mittlerweile erleben, wo da wir als Prozess den einen sehr, sehr großen Bereich abdecken, auch erleben, dass zum ersten Mal Fachbereiche mit der IT, mit den Output-Managern, mit der Postausgangsstelle zum ersten Mal tatsächlich reden. Weil innerhalb des Projektes wir versuchen, alle an einen Tisch zu bringen. Das ist neu. Mhm. Erstaunlicherweise, es ist neu. Okay, also nicht, weil man das so von sich heraus gerne machen möchte, sondern weil die Notwendigkeit besteht, ja, die Potenziale zu heben, an die Möglichkeiten ranzukommen, muss ich mit meinen Kollegen reden und muss mich abstimmen. Und liegt da der Hase im Pfeffer? Ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Ja. Also aus unserer Sicht ist es einfach ein strategisches Thema mittlerweile geworden, auch wenn es nicht sehr sexy ist. Einfach so, Output-Management ist nicht sehr sexy. Ja. Alle Welt redet von Dokumentenmanagement, Workflow-Management oder solchen Themen. Output-Management ist da nicht so in aller Munde, aber es ist durchaus strategisch und da sollte man vielleicht den Output-Manager tatsächlich auch im Unternehmen etablieren. Ja, wobei wir ja gehört haben, Output und Kommunikation. Ja, es geht ja um Kommunikation im Endeffekt. Ne? Noch ein Satz, oder Herr Kellner? Ja, also nochmal zurück zur Frage, wer hat die Ownership heutzutage zu dem Prozess? Ich würde ergänzen, historisch definitiv die IT, aber da scheint sich gerade was zu ändern. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Denn wenn wir mit unseren Kunden reden, hören wir doch des Öfteren, dass sich Fachabteilungen oder auch die Geschäftsleitung nicht immer von der IT richtig verstanden und bedient fühlen. Und um es zu einem Extrem zu führen, spätestens wenn einer auf die Idee kommt, das Ganze outzusourcen, dann wacht die IT aber auf. Ja? Das heißt, Ableitung, IT sollte durchaus noch mehr als vielleicht bisher gucken, dass ihre Kunden intern, die Fachabteilung, die Geschäftsleitung, sich wirklich verstanden und bedient fühlen und werden dabei auch feststellen, was da an zusätzlichen neuen Erwartungen an das Thema Output-Management im Spiele ist. Und da gibt es eine Menge. Und auch da nochmal, der Mittelstand ist es mal wieder, das erleben wir gerade, der maßgeblich auch diese neue Runde einleitet, durchaus anspruchsvoll an Erwartungen, an das Output-Management, an ein modernes, skalierbares Output-Management, was auch atmen kann und wächst. Und das muss geliefert werden von der eigenen IT und notfalls eben auch von externen Experten. Und selbst die IT ist, das ist eine gute Nachricht, sehr empfänglich in diesen Tagen für Beratung, für Hinweise, weil die machen das nicht jeden Tag. Und da gibt es eben in diesem Markt Gott sei Dank Firmen, die das als Hauptbusiness betreiben und können natürlich von der Erfahrung abgeben. Also Beratung auf allen Ebenen ist zurzeit auch ein sehr beliebtes Thema und vielleicht ein Hinweis, dass hier ein Umdenken stattfindet. Das finde ich nett, dass Sie uns ins Spiel bringen. Noch Hinweis, mit Recht. Genau, ich würde da noch mal gerne ergänzen, dass das in den Unternehmen oft so ist, dass ein Dokument wirklich nicht nur einen Owner hat, sondern dass da ganz, ganz viele Leute beteiligt sind. Und das fängt auch dann an, dass die Fachabteilung zwar die Inhalte festlegt, aber das Marketing zum Beispiel das Aussehen. Das Marketing bestimmt dann über das CI. Und insofern ist es elementar, dass man all diese Beteiligten an einen Tisch holt. Deswegen sind ja gerade diese
Änderungsprozesse, die dort stattfinden, in der Regel immer Unternehmensprojekte und eben keine kleinen, sondern sehr, sehr große Projekte. Und das ist so ein bisschen entstanden jetzt auch daraus, dass man aufgewacht ist bei diesen elektronischen Prozessen. Das ist klassischerweise ganz oft so, dass diese elektronischen Prozesse schon von jeher immer gesamte Unternehmensprojekte waren, wenn man dort was ändern wollte. Und das setzt sich jetzt auch mehr und mehr im Bereich Output-Management durch. Mhm. Umso wichtiger ist es, und da stimme ich dem Herrn Kellner auch zu, wirklich hier zu beraten. Denn oftmals ist es so, wenn man jetzt mit den elektronischen Kanälen auf die Kunden zugeht, dann schrecken die klassischen Output-Manager erstmal zurück und sagen, um Gottes Willen, ich verliere Volumen. Aber ganz im Gegenteil, eigentlich kann das Output-Management dort eher an Kompetenz dazugewinnen, nämlich indem diese elektronischen Prozesse nicht in der rein klassischen IT hängen, sondern man wirklich ein gesamtheitliches Output-Management daraus macht, was die gesamte Kommunikation dann eben entsprechend abwickelt. Und damit sind wir eben nicht mehr beim Output-Management, sondern wirklich bei der Kundenkommunikation. Wenn Sie sich jemanden wünschen könnten im Unternehmen, also wir haben gelernt und sehen, da gibt es eben die Abteilungen, die sich in ihrem Bereich dafür verantwortlich fühlen, für ihre Dokumente, für ihre Kommunikation. Da gibt es die IT, die eigentlich Enabler sein sollte, die das aber ermöglichen sollte, oftmals dann bremst, da leben wir auch und sagen, ja, keine Zeit, viel wichtiger Sachen als Output-Management, kommt dann irgendwann mal, können Sie haben in 2 Jahren 300 Tage, ja, ja, wer sollte es denn sein? Wer sollte im Unternehmen sich den Hut aufsetzen für solche Prozesse? Denn das Potenzial ist da, die Technologien sind da, es müssen Abteilungen zusammenrücken. Ja, wer tut's denn? Oder wer sollte es tun? Haben Sie eine Idee? Ja, es gibt ein paar Beispiele, Unternehmen, die das Ganze mal als zentrales strategisches Projekt genommen haben. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Projektnamen, die das Ganze im Unternehmen wichtig machen. Da gibt es so schöne Begrifflichkeiten wie KWOM, konzernweites Output Management, großer Automobilhersteller, der das Thema mal ganzheitlich angenommen hat, schon vor sehr vielen Jahren, und hat eine Art Shared Service Center aufgebaut. Das heißt, für all die Applikationen, die im Unternehmen Output generieren, die sich an dieses Shared Service Center anlehnen. Und das ist ein Trend, den wir sehen. Und da gibt es tatsächlich eigene Abteilungen, die dieses Thema KWOM, andere Projekte oder Initiativen heißen ZOMS, zentrales Output Management, oder O&DM, Output und Document Management, die dann im Unternehmen tatsächlich auch bekannt gemacht werden, Marketing im Unternehmen machen. Hier gibt es einen Dienst, hier gibt es einen Service, der ist schon da. Das heißt, der ist einfach nutzbar. Die Anfangsinvestition ist da sicherlich hoch, die häufig dann auch in Verbindung mit einem größeren Projekt stattfindet. Aber wenn dieser Service erstmal da ist, das ist ein Shared Service Center, ist dann ein Begriff, der sehr häufig fällt für das Thema, mit dem Unternehmen teilweise sogar so weit gehen, dass sie Output für andere Unternehmen noch mit generieren und verteilen. Das heißt, auch da ein Insourcing betreiben mit solcher zentralen Lösung. Und wie gesagt, da werden teilweise sogar eigene Abteilungen gegründet, die sehr, sehr nah an dem Dokumentenmanagementsystem sind. Da sind die Abteilungen größer, das hat häufig einen größeren Stellenwert, weil Mitarbeiter mit den Werkzeugen arbeiten. Mit dem Output-Management arbeitet der Mitarbeiter nicht, das bekommt er nicht mit, wie schon erwähnt, er drückt auf den Knopf, das passiert irgendwo. Dadurch, dass jetzt Dokumentenprozesse auch interaktiver werden, das heißt, ich sehe mein Dokument, was ich generiere, ich kann es sogar noch bearbeiten, ich kann selber dafür sorgen, dass der richtige Inhalt auf den Dokumenten entsteht, in den Fachabteilungen, da wird dieser Dienst, der angeboten wird, halt immer wichtiger. Also die Empfehlung, das auf eine höhere Ebene zu heben und ganzheitliche Projekte daraus zu machen. Aber es muss ja Leute geben, die das tun. Wer treibt das? Wer könnte es treiben? Oder wer könnte sich dazu erheben, das zu tun? Hast du eine Idee? Mittelstand sieht da vielleicht ein bisschen anders aus. Das ist vielleicht der Geschäftsführer dann. Ja, in der Tat. Das ist, also man muss immer wieder differenzierter gucken, welcher Kundensegment man das hat. Und je größer unser Kunde ist, desto wird es mittlerweile auch nicht mehr beim IT abgehängt, sondern wandert es auch an die Leute, an die Fachbereiche, die mit Kommunikation zu tun haben. Weil in der Tat, das ist kein klassisches IT-Thema mehr. Nee. Und für IT ist es eh so. Menschen haben wir gelernt, ne? Es geht um Menschen. Und Veränderungen von Verhaltensweisen. Ja. Richtig. Und ich glaube, auch wir müssen da auch schon ein Stückchen Hausaufgaben machen. Wenn man Output-Management richtig betreiben will, es ist keine triviale Sache. Es ist wirklich auch ein Stück kompliziert, vielfältig. Und wir müssen hergehen, dass es trotzdem einfacher wird, schöner wird, einfacher wird, sodass auch berechenbar wird. Also
manchmal, also sehr oft ist es bei uns so, es wird daraus ein Projektgeschäft. Ja, man, und für Unternehmen ist es nicht immer trivial zu sagen, okay, was kommt nachher raus, wie viel, wo lande ich denn? Okay. Ich denke, man muss halt auch griffiger machen, zu sagen, okay, Plug and Play, fang mal klein an und hier und so, so dass es einfacher ist, auch die Hürde kleiner gehalten wird. Okay, ja. Das heißt, zu erreichen, dass es besser verstanden wird. Das ist dann die Aufgabe der Berater, der Anbieter am Markt, das Thema besser aufzubereiten. Das ist eine Aufforderung an uns. Ja? Ja, so ist das. Was würden Sie sagen? Naja, ich würde, das geht sogar weit über Automanagement hinaus. Ich würde erstmal an die goldene Regel erinnern, machen Sie immer die zu den Ownern, zu den Verantwortlichen, die heute am meisten unter den Missständen leiden oder im positiven Sinne, die am meisten von Verbesserungen profitieren werden. Natürlich werden Sie in der Praxis immer gut beraten sein, um schnell und wirksam etwas zu verändern, auch den Segen von oben, von der Geschäftsleitung einzuholen. Und wenn Sie dann auch noch ein paar Business Cases parat haben, und die gibt es, und wenn Sie die nicht haben, dann können wir helfen. Dann kommen sie meistens relativ schnell voran, dass man sich orientieren kann, einen realistischen Erwartungswert hat, was ist in welcher Zeit möglich. Was kurzfristig möglich ist, wird oft überschätzt, was mittelfristig möglich ist, wird oft unterschätzt. Also da muss man einfach möglichst mit Referenzstories, mit echten, realen Business Cases helfen, Argumentationshilfe liefern und das wollen wir gerne machen. Aber die Leidenden sind oft auch die besten Prozessowner, die dann auch von den Vorteilen, von den Veränderungen am meisten profitieren werden. Okay. Haben Sie Ideen, wer da derjenige sein könnte, der treibt? Ja, ich glaube, der Herr Priebsch hat es schon gesagt. Das ist das, was heute in der Praxis des Öfteren passiert. Das ist wirklich eine richtige Abteilung, auch im Unternehmen gibt, die sich über wirklich um die Kundenkommunikation oder auch um die Kundenkommunikationsprozesse kümmert. Und ich glaube, dahin müssen wir auch. Das muss eine interdisziplinäre Abteilung sein, die wirklich die Schnittstelle ist zu allen anderen Bereichen. Und Kundenkommunikation ist heute wirklich im gesamten Unternehmen zu finden. Ob es der Sachbearbeiter ist, der ein Dokument recherchiert, was er ursprünglich mal erstellt hat, was dann über den zentralen Versand versendet wurde, über welchen Kanal auch immer. Und jetzt kommt der Anruf seines Endverbrauchers und er möchte wissen, ist das schon raus? Wann kriege ich das? Wo ist denn das? Also die Berührungspunkte sind im gesamten Unternehmen da und insofern, glaube ich, kommen die Unternehmen auch nicht umhin, dort so eine zentrale Einheit zu schaffen, die sich genau mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt. Natürlich sagt die Unternehmen, was, noch eine Zentraleinheit mehr und sitzen dann da Leute, die denken nur den ganzen Tag. Vorher müssen wir wahrscheinlich aufbereiten, die Themen transparent machen, das Potenzial aufzeigen und eine Notwendigkeit aufzeigen, dass das auch was bringt. Ne? Und das ist die Aufforderung, die du gegeben hast. Es muss erstmal aufgezeigt werden, bevor das passiert. Ne? Also auch ein Stück weit den Ball zu uns zurückgespielt, sozusagen. Ja? Herr Ganter? Also ich glaube auch, dass es muss eine zentrale Stelle geben. Wir beraten dann an vielen Stellen, dass wir natürlich auch Ansprechpartner brauchen. Und interessanterweise ist es so, wenn ein Output-Management-System eingesetzt wird, dann war das in der Vergangenheit oft so, dann hat das irgendwer gemacht, von mir aus die IT mit dem Fachbereich zusammen, mit der Postausgangsstelle und so weiter und so fort. Wir erleben ja aber auch mittlerweile, dass bei der Gelegenheit gleich auch die Inhalte der Dokumente neu überdacht werden, dass die Formulierungen überarbeitet werden, dass man sich da tatsächlich Gedanken darüber macht, wie kann ich den Kunden besser ansprechen, besser erreichen. Einige Versicherer machen ja auch ganz groß Werbung mit solchen Themen und so weiter und so fort. In dem Moment, das finde ich erstaunlich, wo man die Inhalte auch bearbeitet, wird es ein strategisches Thema. Wenn es nur um die Technik geht, dann interessiert das nicht so wirklich viele. Und da frage ich mich, was ist da schief? Das ist doch genauso relevant, wenn ich die Inhalte natürlich, die mache ich hübsch, klar, das ist ein sehr strategisches Thema, aber es ist genauso relevant, dass ich den Kunden auf dem richtigen Weg, auf dem schnellsten Weg erreiche, im richtigen Format, ansprechend, auf die Art und Weise, wie er es gerne haben möchte. Also es muss ein strategisches Thema werden im Unternehmen, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen und nicht irgendwer im Fachbereich, irgendwer in IT sich mal drum kümmern. Und da muss noch eine Veränderung stattfinden. Da sind viele schon auf dem richtigen Weg, gründen neue Abteilungen, hängen das entsprechend groß auf, machen Projektmarketing und so weiter. Ist alles gut. Und ich glaube, da kann noch ein bisschen mehr, muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Und vielleicht müssen wir auch drüber nachdenken, Herr Priebsch, ich finde die Gedanken sehr gut, dass wir nicht über Output-Management reden, sondern über Kommunikation, über Kundenkommunikation.
Denn das holt vielleicht auch Entscheider besser ab als Output-Management, weil es noch nicht so sehr sexy ist. Ja, also noch eine Bemerkung dazu? Ja, vielleicht ist ein anderer Weg, wo wir uns selber mal überlegen müssen, eben aus Herstellersicht. Wenn wir sagen, Output-Management muss ein zentrales, strategisches Thema werden und damit fängt ein Unternehmen in der Regel ja nicht an. Das heißt, das erstmal auf eine gewisse Ebene zu heben, da liegt es vielleicht auch daran, an uns mal Lösungen zu liefern, die eben nicht ein Stück Softwareplattform und dann jetzt müssen wir mal schauen, was wir damit tun, sondern dass wir für bestimmte Geschäftsprozesse, Arbeitsabläufe, fertige Dokumentenprozesse mitliefern. Das kann sowas Ganze, eine Einführung sehr stark verkürzen. Wir könnten viel schneller Erfolge erzielen. Wir hätten nicht eine ein, zweijährige Projektlaufzeit, bis man tatsächlich Mehrwerte erreicht hat, sondern kann innerhalb von wenigen Monaten solche neuen Prozesse einführen, die dann allerdings eher am Geschäftsprozess zu orientieren sind. Wie kann ich im HR-Umfeld Dokumenten generieren? Wie kann ich im CRM-Umfeld Kampagnen erstellen oder im Callcenter auf Callcenter-Anfragen reagieren, das Ganze über eine Dokumentenintegration zu machen. Also solche Geschäftsprozesslösungen als Punktlösung mit vordefinierten Prozessen und Dokumenten zu liefern, anstatt einen Werkzeugkasten, der dann erstmal fürs Unternehmen konfiguriert werden muss. Das könnte sicherlich Fachbereiche viel eher damit ins Boot holen. Ja. Das heißt, also auf der einen Seite Transparenz machen, die Potenziale transparent machen, aber auch Nutzen bieten für diejenigen, die das anwenden, auch im Unternehmen. Ja, also wir haben eine interessante Diskussion geführt, wie ich finde, haben ursprünglich darüber gesprochen, was ist das denn eigentlich, haben uns über bestimmte Trends unterhalten, haben gesprochen darüber, was sind die Technologien da, sie sind offensichtlich da, haben überlegt, warum passiert nicht das, was passieren könnte, wenn die Potenziale da sind. Es liegt oft an Organisationen, an Menschen, an dem Transportieren des Themas auf eine höhere Ebene. Also da ist noch viel zu tun in dem Umfeld. Output-Management vielleicht auch unter einem anderen Licht zu sehen, nämlich Richtung Kommunikation mehr zu sehen. Abschließend möchte ich jedem von Ihnen nach Blasberg-Methode jetzt nicht sagen, wer mit wem Wochenende verbringt, aber welche Empfehlung würden Sie aussprechen? Welche Empfehlung würden Sie in die Runde hier auf der CeBIT geben zum Thema Output-Management? Was sollte getan werden, dass das Unternehmen besser für sich nutzen können? Soll ich anfangen? Ja, fangen Sie an, Herr Reiter. Also ich würde sagen, betrachten Sie wirklich die Kommunikationsprozesse mit den Kunden. Betrachten Sie diese Prozesse aus einer entsprechenden Perspektive, großflächig und ganzheitlich, wie wir auch schon gesagt haben. Und machen Sie sich auch darüber Gedanken, wie der Prozess anfängt und kommen Sie nicht von hinten und zäumen das Pferd von hinten auf. Denken Sie darüber nach, wie Sie Ihren Kunden ansprechen wollen und haben Sie den Mut, haben Sie tatsächlich den Mut, diese Prozesse zu analysieren, um sie dann tatsächlich auch neu zu denken. Denn viele verschiedene Anwendungen sind anzubinden, viele verschiedene Bereiche sind zu integrieren. Es ist wichtig, dass man einen Schritt nach dem anderen geht, aber haben Sie den Mut und gucken Sie mal über den Tellerrand hinaus und schauen sich das gesamtheitlich an. Fangen Sie vorne an, um dann schnell ans Ziel zu kommen. Also Mut zur ganzheitlichen Denke. Die anderen bitte auch kurze Statements. Gut, dann will ich mal versuchen, mich kurz zu fassen. Also ich denke, der ganzheitliche Ansatz ist ganz wichtig. Als erstes erstmal in die Analyse zu gehen und dann Potenziale zu identifizieren, wo ich klein anfangen kann. Das ist ja das, was Herr Kellner sagt, die Hürde nicht zu hoch legen. Wenn ich versuche, gleich alles zu ändern, dann werde ich sicherlich das ganze Thema erstmal nicht angehen können, sondern Potenziale zu identifizieren, womit ich starten kann, die dann wachsen können. Und das, glaube ich, ist der richtige Ansatz. Klein anfangen, überschaubare Lösungen und Mehrwert bieten. Herr Kellner? Ja, ergänzend fragen Sie auch aus der Branche, also vertrauenswürdige Partner, was die für Erfahrungen gemacht haben. Da gibt es welche, die sind schon ein Stück weiter und die können Ihnen auch sehr konkret realitätsnah vermitteln, wo sind die Fallen im Detail und wo haben Sie die ersten Fortschritte gehabt, dass Sie da nicht alles neu erfinden müssen. Das macht auch Mut, gerade am Anfang, wenn man noch etwas unsicher ist. Der Rest kommt dann automatisch. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, aber fangen Sie jetzt an. Jetzt anfangen, Erfahrungsaustausch. Die Empfehlung. Ja, also es ist wirklich sehr viel Richtiges gesagt worden. Ergänzend dazu kann ich nur sagen, dass man nicht mehr von Output-Management spricht, sondern wirklich von Kommunikationsplattform, weil es geht nicht nur um Output, es kommt auch Input.
Wir reden von daher von der elektronischen Briefkasten letzten Endes. Und deswegen ist es eine sehr zentrale Geschichte. Man muss das ganzheitlich betrachten. Mhm. Ja. Herr Briefsch? Ja, so viel ist da von mir nicht mehr zu ergänzen. Ich denke, ganzheitlich ist klar, man soll es immer aus Sicht des eigentlichen Kernprozesses bedenken und nicht Output als Selbstzweck. Output unterstützt immer nur den Prozess, den das Unternehmen als führender Prozess hat. Wenn ich was produziere, möchte ich, dass meine Waren auch zum Empfänger kommen. Und dazu brauche ich nun mal Dokumente. Wenn ich irgendwas verkaufe, muss ich Lieferscheine und Rechnungen dem Kunden zustellen, damit ich bezahlt werde. Also man muss es wirklich aus der Sicht des Kernprozesses vom Unternehmen sehen und Dokument da als Mehrwert betrachten. Dann kommt man auch in die Abteilungen oder in die Bereiche der Unternehmen, die das Ganze als Mehrwert betrachten können und am Ende auch solche Lösungen bezahlen. Ja, dann fasse ich mal zusammen. In einem Bereich ist nichts zu tun, das sind die Technologien, da ist alles da. In anderen Bereichen ist noch viel zu tun von den Anwendern her in dem Bereich Kommunikation, Transparenz machen des Themas, aufbereiten, Empfehlungen geben, wie man diese Themen angeht und seitens der Kunden sich dem Thema zu stellen, den Mut zu haben, ganzheitlich daran zu gehen und das Vertrauen zu haben, dass das Potenzial, das einem versprochen wird, auch wirklich kommt. Ja, ich darf mich recht herzlich bedanken bei Ihnen für eine interessante Diskussion. Hoffe, wir konnten Ihnen ein paar Ideen vermitteln und das Thema ein bisschen näher bringen und den Mut vermitteln, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn noch Fragen sind, sehr gerne an die Teilnehmer hier. Und ansonsten noch einen guten Messeverlauf und danke für die Aufmerksamkeit. Geben zum Thema Output Management, was sollte getan werden, dass das Unternehmen besser für sich nutzen können? Soll ich anfangen? Ja, fangen Sie an, Herr Reiter. Also ich würde sagen, betrachten Sie wirklich die Kommunikationsprozesse mit den Kunden. Betrachten Sie diese Prozesse aus einer entsprechenden Perspektive, großflächig und ganzheitlich, wie wir auch schon gesagt haben, und machen Sie sich auch darüber Gedanken, wie der Prozess anfängt. Und kommen Sie nicht von hinten und zäumen das Pferd von hinten auf. Denken Sie darüber nach, wie Sie Ihren Kunden ansprechen wollen und haben Sie den Mut, haben Sie tatsächlich den Mut, diese Prozesse zu analysieren, um sie dann tatsächlich auch neu zu denken. Denn viele verschiedene Anwendungen sind anzubinden, viele verschiedene Bereiche sind zu integrieren. Es ist wichtig, dass man einen Schritt nach dem anderen geht, aber haben Sie den Mut und gucken Sie mal über den Tellerrand hinaus und schauen sich das gesamtheitlich an. Fangen Sie vorne an, um dann schnell ans Ziel zu kommen. Also Mut zur ganzheitlichen Denke. Ja. Die anderen bitte auch kurze Statements.
Gut, dann will ich mal versuchen, mich kurz zu fassen. Also ich denke, der ganzheitliche Ansatz ist ganz wichtig. Als erstes erstmal in die Analyse zu gehen und dann Potenziale zu identifizieren, wo ich klein anfangen kann. Das ist ja das, was Herr Kellner sagt, die Hürde nicht zu hoch legen. Wenn ich versuche, gleich alles zu ändern, dann werde ich sicherlich das ganze Thema erstmal nicht angehen können, sondern Potenziale zu identifizieren, womit ich starten kann, die dann wachsen können. Und das, glaube ich, ist der richtige Ansatz. Klein anfangen, überschaubare Lösungen und Mehrwert bieten. Herr Kellner? Ja, ergänzend fragen Sie auch aus der Branche, also vertrauenswürdige Partner, was die für Erfahrungen gemacht haben. Da gibt es welche, die sind schon ein Stück weiter und die können Ihnen auch sehr konkret realitätsnah vermitteln, wo sind die Fallen im Detail und wo haben Sie die ersten Fortschritte gehabt, dass Sie da nicht alles neu erfinden müssen. Das macht auch Mut, gerade am Anfang, wenn man noch etwas unsicher ist. Der Rest kommt dann automatisch. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, aber fangen Sie jetzt an. Jetzt anfangen, Erfahrungsaustausch. Die Empfehlung. Ja, also es ist wirklich sehr viel Richtiges gesagt worden. Ergänzend dazu kann ich nur sagen, dass man nicht mehr von Output-Management spricht, sondern wirklich von Kommunikationsplattform, weil es geht nicht nur um Output, es kommt auch Input. Wir reden von der elektronischen Briefkasten letzten Endes. Und deswegen ist es eine sehr zentrale Geschichte. Man muss das ganzheitlich betrachten. Mhm. Ja. Herr Briefsch? Ja, so vieles ist davon nicht mehr zu ergänzen. Ich denke, ganzheitlich ist klar, man soll es immer aus Sicht des eigentlichen Kernprozesses bedenken und nicht Output als Selbstzweck. Output unterstützt immer nur den Prozess, den das Unternehmen als führender Prozess hat. Wenn ich was produziere, möchte ich, dass meine Waren auch zum Empfänger kommen und dazu brauche ich nun mal Dokumente. Wenn ich irgendwas verkaufe, muss ich Lieferscheine und Rechnungen dem Kunden zustellen, damit ich bezahlt werde. Also man muss es wirklich aus der Sicht des Kernprozesses vom Unternehmen sehen und Dokument da als Mehrwert betrachten. Dann kommt man auch in die Abteilungen oder in die Bereiche der Unternehmen, die das Ganze als Mehrwert betrachten können und am Ende auch solche Lösungen bezahlen. Ja, dann fasse ich mal zusammen. In einem Bereich ist nichts zu tun, das sind die Technologien, da ist alles da. In anderen Bereichen ist noch viel zu tun, von den Anwendern her in dem Bereich Kommunikation, Transparenz machen des Themas, aufbereiten, Empfehlungen geben, wie man diese Themen angeht und seitens der Kunden sich dem Thema zu stellen, den Mut zu haben, ganzheitlich daran zu gehen und das Vertrauen zu haben, dass das Potenzial, das einem versprochen wird, auch wirklich kommt. Ja, ich darf mich recht herzlich bedanken bei Ihnen für eine interessante Diskussion. Hoffe, wir konnten Ihnen ein paar Ideen vermitteln und das Thema ein bisschen näher bringen und den Mut vermitteln, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn noch Fragen sind, sehr gerne an die Teilnehmer hier. Und ansonsten noch einen guten Messeverlauf und danke für die Aufmerksamkeit. Danke.